Wir haben heute etwas Besonderes für euch vorbereitet. Wir sind nördlich von Wien, wo genau wird nicht verraten. Und es wird ein spannendes Architekturerlebnis jetzt sein. Ich möchte mich noch kurz vorstellen für alle, die mich nicht so gut kennen. Mein Name ist Ulla Unzeitig. Ich bin vom Verein Open House Wien, Architektur für alle. Und wir veranstalten einmal im Jahr ein Architekturevent, ein Wochenende. Das findet normalerweise immer im September statt, wo wir Architektur öffnen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist. Genau, wir sind Teil von einer weltweiten Community. Open House gibt es in ungefähr 50 Städten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir rein. Hallo! Wer mag das Mikrofon haben? Hallo! So, willkommen! Ich vielleicht kurz vorstellen noch? Ja. So, darf ich euch die Architektinnen von dem Haus vorstellen? Wir stehen bei einem Einfamilienhaus in einer ganz besonderen Bauweise, das verrate ich jetzt noch nicht, das werdet ihr dann sagen. Das ist die Uli Machold und die Jutta Wörtel-Gössler. Und an wem soll ich das Mikrofon übergeben jetzt? An dich. Erstredi. Okay. Wir duzen uns, weil wir uns kennen, weil die Jutta und die Uli haben letztes Jahr bei Open House mitgemacht. Deswegen sind wir so vertraut auf du. Das Format gefällt uns ganz super. Muss jetzt gleich mal der Ulla ein Kompliment machen. Wir haben voriges Jahr eine Baustelle hergezeigt. Da waren, ich glaube, 100 oder 200 Personen. Gut, aber jetzt hier zu unserem derzeitigen Bauprojekt. Wie man sieht, die Baufamilie ist eingezogen. Einige Dinge sind noch fertigzustellen. Grundsätzlich komponiert sich das Haus aus einem Südteil, der eher introvertiert ist, und einem Nordteil, der hoch ist, den Wohnraum beinhaltet und sehr transparent ausgeführt wird. Der Südteil deshalb auch introvertiert. Wir haben einerseits die Überhitzung, aber auch diese alte Halle hier vorgefunden. Die Widmung auf dem Grundstück ist Bauklasse 2. Das heißt, es kann hier bis zu 8 Meter zugebaut werden und alle Zimmer im Süden haben auch eine andere Belichtungsöffnung in eine andere Himmelsrichtung, um diese Belichtungsnachweise erbringen zu können. So, jetzt habe ich gleich die erste Frage. Es sieht ja aus wie ein Holzhaus. Was verbirgt sich dahinter? Das ist eine CAT-Konstruktion, heißt Cells Under Tension und ist eine Stroh-Hybrid-Konstruktion. Also der Strohballen steift das Holz aus und dadurch kann die Holzdimension sehr gering sein. Das heißt, wie dick sind ungefähr die Wände? Wie viel Stroh ist da drinnen? Der Strohballen selbst, ja, ist 36 cm. Dann haben wir eine DVD-Platte, eine Hinterlüftungsebene und die Schalung. Das heißt, wir sind bei 45 bis 50 cm. Innen gibt es eine Putzschicht, die ist entsprechend dick. Das heißt, was man außen sieht, ist die Schalung. Was du zur Schalung betitelt hast, das ist dieses Holz. Welches genau, Holz ist das? Das ist ein Lärchenholz, das in unterschiedlichen Breiten geschnitten wurde und wir eben gleich wie das Tor und den Eingangsbereich senkrecht verkleidet haben. Warum Lärche? Lärche ist von der Verwitterung vergraut sehr schön und ist heute einfach aufgrund der Harzigkeit die Oberfläche heute einfach lange. Was man hier noch sieht, was wichtig ist, ist der 30 cm hohe Sockel. Das ist vor allem bei dieser Konstruktion besonders wichtig, weil wir eine hölzerne Fußschwelle und dann das Stroh haben und das Stroh muss unter allen Umständen von Feuchte geschützt werden. Das ist wirklich Feuchte und Dichtigkeit, also wegen der Schädlinge, sind so die Hauptthemen des Strohbaus. Mhm. Vielleicht gehen wir, rein, würde ich sagen, oder? Gehen wir jetzt ausgehen? In... Ich wollte noch kurz was sagen zur Außenanlage, weil das ist ja noch Baustelle. Genau. Kommt da noch was her? Ja, wir haben hier ostseitig eine Terrasse, die der Küche zugeordnet ist. Hinten werden wir dann sehen, im Westen gibt es einen großen Terrassenbereich zum Badeteich. Hier in dem Bereich wird es eine Pergola-Konstruktion geben, die dann im Anschluss ans Tor Dach, ein transparentes Dach tragen wird, das den Cardboard bildet. Gut, hier kann man ins... Hier ist die nordseitige Belichtung des Schlafzimmers, der Belichtungsnachweis, aber gleichzeitig hat das Schlafzimmer Licht von zwei Seiten. Und hier befinden wir uns im sehr niedrigen Vorbereich, das war uns wichtig, der ist 2,30 Meter hoch, die Zimmer sind 2,50 und wenn man dann hier entlang schreitet, gibt es eine Lichtöffnung, damit auch wenn die Schiebetür geschlossen ist, hier noch Licht einfällt und man gelangt dann in einen sehr hohen, also der einfach dramaturgisch wirkt, der dann besonders hoch. Einen großen Wohnraum. Der Wohnraum hat über 50 Quadratmeter, da haben wir wirklich geklotzt.
Währenddem die Zimmer wir auf 12 Quadratmeter sehr schlicht und sehr kompakt eingerichtet worden sind. Also das Erste, was einem auffällt, wenn man reinkommt, ist dieser vollkommen verrückte Boden. Was hat es damit auf sich? Wir stehen hier auf der monolithischen Bodenplatte. Das ist eine Betonplatte, die 30 cm stark ist und die Heizung beinhaltet. Und diese Platte braucht zum Austrocknen mehr als 2 Jahre. In Wirklichkeit kann man es gar nicht berechnen. Und die Bauern haben dann zusammen mit uns die Lösung überlegt, dass sie diesen Boden selbst gestalten. Und es hat uns sehr gefallen, weil wir den Ausdruck der Bauherren in unserer Architektur wichtig finden und total mögen. Das schaut wirklich super aus. Das ist ein Strohhaus. Nun sieht man wenig vom Stroh. Wie kommt es? Also wo versteckt sich das? Vielleicht zufällig? Wir haben da ein Foto von der Baustelle. Prinzipiell sieht man da das Stroh direkt von der Wandkonstruktion. Die Holzkonstruktion befindet sich auf der Außenseite, ist eben nur die Hälfte der Strohballendicke. Und das Stroh wird sozusagen von der Innenseite mit einem dreilagigen Lehmputz noch verputzt. Das heißt, das Stroh ist eigentlich gleichzeitig der Putzträger, da braucht man ja nichts mehr oben. Da braucht man nichts mehr oben. Die Innenwände sind sozusagen ganz eine normale Ständerkonstruktion mit auf beiden Seiten Schalungsbretter. Da kommt noch ein Putzträger drauf und ist nur 1,5 cm Lehmputz. Und was schon auch auffällig ist, finde ich, bei, also generell Lehmputz, aber hier sieht man es auch sehr schön, dass die Ecken immer rund ausgeführt sind. Warum macht man das? Man kann es prinzipiell auch eckig machen, aber das ist an und für sich die bessere Variante, weil es einfacher hält und es irgendwie auch die Qualität des Lehms noch ein bisschen besser. Bitte? Die Kanten, die man einputzen würde, wären aus Edelstahl, weil das andere sehr stark rostet. Genau, also eine normale Kante. Man kann es sozusagen ohne Metall machen. Was uns noch wichtig war in den Räumen ist, so, also die Fenster sind ja deutlich kleiner wie im großen Raum und sie sind so gestaltet, dass man auch im Fenster sitzen kann mit einer Sitzhöhe von 40 cm. Macht das natürlich noch einmal, gibt ihm eine besondere Qualität. Noch fehlen die Türen, das werden sozusagen auch alles Schiebetüren, das strukturiert nachher die Räume noch einmal anders. Und vielleicht besser. Muss man sagen, da bin ich schon sehr gespannt, die werden alle weiß. Das einzige Weiße in dem ganzen Haus werden die Schiebetüren sein. Ja, was total super ist, finde ich, in dem Raum ist, dass er eben sehr flexibel wirkt und auch eigentlich keine Wände zu haben scheint, weil es ganz große Fensterflächen sind. Wenn man reinkommt, wird, glaube ich, sofort der Blick herausgezogen. Wie war so dieser Entwurfsprozess, dass man dorthin kommt? Vielleicht war uns wichtig, diese gläserne Verbindung in den Garten, das war das Erste, wo wir zum Grundstück gekommen sind und durch diese Mauer gegangen sind, haben wir diesen paradiesartigen Garten gesehen. Und es war klar, der muss in den Wohnraum reinwachsen und dadurch auch die Glasecke, die uns wichtig war. Gleichzeitig muss man sagen, aus Kostengründen sind die Profile relativ stark und wir haben keine Fixverglasungen, keine rahmenlosen uns leisten können, das finden wir aber gut, wenn man irgendwie gehalten ist. Also man fällt nicht in den Garten, sondern man hat hier einen sehr hellen, aber doch sicheren Bereich, der sich zum Garten aber wunderschön öffnet. Der wahrscheinlich ist leider noch nicht da, über die Pergola und die Terrasse noch einmal ein bisschen besser einen Übergang zum Außenraum findet. Mhm. Okay, sollen wir uns zum... Wollt ihr noch was sagen? Die Haustechnik wäre vielleicht nur spannend, Frau Kollegin. Wie gesagt, also beheizt wird das Ganze, es ist eine Fußbodenheizung über eine Luftwärmepumpe. Es gibt noch eine Photovoltaikanlage am Dach, die ist aber relativ kleindimensioniert. Aber was uns schon freut, das ist nichts, was auffällt oder ins Auge sticht, das funktioniert relativ gut. Bauphysikalisch ist es so, dass der Lehmputz natürlich ein besonders angenehmes Wohngefühl vermittelt. Mit dem warmen Boden zusammen hat man eigentlich im Winter, war zwar noch nicht bewohnt, aber es war eigentlich immer sehr, sehr warm und angenehm vom Gefühl her. Kann einfach der Lehm
durch dieses Speichern von Feuchtigkeit und wieder Abgeben von Feuchtigkeit, das ist schon ein besonderes Raumklima. Was die Bauherren, was ja auch was ein Wunsch der Bauherren war, ist die Decke, dass man da die tragende Struktur sieht. Es ist ein Flachdach, von dem her haben wir am Dach auch, nicht auch, sondern wir haben kein Stroh verwendet, weil das einfach bauphysikalisch nicht ratenswert ist. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen zu sagen, dass man im Chat jederzeit Fragen stellen kann. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, oder? Also bitte, falls ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit in den Chat schreiben, eure Fragen. Und dann können wir das auch noch beantworten hier. Was mich noch ganz, also möchtest du noch was sagen? Ich möchte kurz zur Decke sagen, wir haben da den Balkenabstand, wie man sieht, sehr gering gewählt und dadurch, finde ich, hat es diesen rustikalen Touch verloren. Das war uns wichtig. Also ich finde, es macht jetzt diese fächerartige Struktur, die eher organisch ist. Und ich glaube, das ganze Haus war für uns so, ich habe mir jetzt gedacht, mit den Glasflächen, irgendwie modern, aber trotzdem gemütlich. Und ich finde, der Spagat ist uns gelungen. Also wir sind da, glaube ich, sehr zufrieden. Ja. Na, ich habe noch eine kurze Frage gehabt zum Energiestandard. Also Passivhaus, Fragezeichen, ob es irgendwas irgendwie... Niedrigenergiehaus. Niedrigenergiehaus. Genau. Haben wir nicht angestrebt im Passivhaus? Es ist so schwierig von den Details. Also das war bei uns für den Strohbau jetzt einfach nicht ratsam. Es sind die Anschlüsse... teilweise haben wir aber nicht gemacht, gell? Kann man stopfen mit Werk, die Fensteranschlüsse, man kann es total ökologisch bauen, aber überall, wo es so super dicht wird, wird es extrem mühsam. Muss man mit Materialien arbeiten, die überhaupt nicht mehr ökologisch sind. Okay, also wir glauben gut, also ein gutes Niedrigenergiehaus ist der Standard, der kostengünstig ist und auch sinnvoll. Ja. Sollen wir es vielleicht zum Kamingespräch hinsetzen? Das ist der Kamin übrigens hier. Stimmt. Genau, haustechnisch für die Übergangszeit noch eine gute Lösung. Und raumstrukturiert. Was mich jetzt noch interessiert hat zum Stroh, weil dieses Haus ist ja aus sehr vielen nachwachsenden Rohstoffen. Nicht? Habt ihr so einen Prozentsatz vielleicht, wo ihr sagt, ja, irgendwie die Hälfte ist nachwachsend oder so? Habt ihr oder so ein Gefühl dafür bekommen? Ich würde sagen 60-70%. Ja. Weil es ist nur die Bodenplatte und die Dämmung in der Decke. Nicht ökologisch. Und vielleicht, damit man versteht, was für eine Besonderheit das ist, es gibt jetzt sehr, sehr wenige Strohhäuser in Österreich, also eine genaue Zahl, glaube ich, haben wir jetzt nicht, aber man kann sie wirklich fast irgendwie zählen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon relativ viele stroh-eingeblasene Dämmungen. Also das ist... als Dämmmaterial. Genau. Ja. Also man kann, da wird der Stroh verhäckselt. Das Besondere an der Technik ist einfach, dass man den fertigen Strohballen direkt vom Feld nimmt und einbauen kann. Und ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau gibt, sind wir eigentlich überfragt, aber wir schätzen an die... knapp 100, könnte man auf der Homepage von baubiologie.at vielleicht näher erforschen. Und wie kam es dazu, dass ihr den Baustoff Stroh gewählt habt, der auch schwierig ist? Ist ja nicht so leicht wahrscheinlich damit zu bauen, auch wenig Erfahrungswerte, sage ich mal. Also wir haben eben mitgebracht Broschüren aus unserer Ausbildung. 2018 haben wir beide die Strohbauausbildung absolviert. Beim Herbert Huber, der dieses Baubiologie.at-Homepage betreibt und der seit 20 Jahren im Strohbau tätig ist, ein Pionier des, des Strohbaus. In Österreich. In Österreich. Und wir haben eben diese Ausbildung der zertifizierten Strohbauerinnen gemacht. Da lernst du eine Baustelle organisieren, du lernst Stroh einzubauen und auch die Verputzarbeiten und den Lehmputz haben wir kennengelernt. Aber das würden wir nicht machen. Also Stroh anleiten, Selbstbau auf jeden Fall. Ja. Auf der Strohplattform habe ich kurz geschaut, also wer sich dafür interessiert, es gibt auch Workshops. Man muss keinen zertifizierten Lehrgang machen. Es gibt auch kürzere Formate mit Stroh oder mit Lehm. Wochenendformat, ich glaube, er hat jedes erste Wochenende im Sommer einen Workshop. Wie das jetzt mit Corona ist, haben wir ehrlich gesagt nicht hinterfragt. Aber das war üblicherweise von Mai bis September. Konnte man Workshops pro Monat einmal besuchen. Also wir haben jetzt eine Frage bekommen aus unserem Online-Chat, was mich sehr freut. Das erste Video, die erste Frage ist, ob das Video auf YouTube online bleibt. Das wissen wir noch nicht. Das wird sich weisen. Und die zweite Frage ist, wie das Dach eingedeckt ist. Wir haben ein begrüntes Flachdach. Also es ist bekiest und dazwischen eben eine Begrünung.
Und zwischen den Begrünen, es ist wunderschön, leider kommen wir nicht drauf. Mhm. Ich war begeistert. Sind einfach extensive Grünpflanzen. Es ist eigentlich ein relativ normales Gründach, aber es schaut total schön aus und wird auch für Insekten und Bienen, die diesen Platz irgendwie zurückgeben, den wir hier verbaut haben. Ah, okay. Das heißt, man hat dann quasi die gleiche Versickerungsfläche nochmal drüber gebaut. Ja. 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 Mhm. Super. Alles, ja. Mhm. Okay, genau. Gibt es noch eine Frage? Ja. Ist der Bau aufwendiger als konventioneller? Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie das gedacht ist. Wie war denn das mit der Bau? Also das eine fällt mir ein, jetzt Bauzeit, und das andere ist vielleicht Kosten, so Aufwand. Also Bauzeit ist vergleichbar mit einem Holzbau, kann man für sich in der gleichen Art machen. Mhm. Aufwendiger, das Einzige, was ich als aufwendiger empfinde, ist die örtliche Bauaufsicht und die Bauphysik, die muss, also gerade hier mit der Feuerschutzwand war das etwas aufwendiger, weil das natürlich lauter zertifizierte Aufbauten sein müssen. Mhm. Da gibt es noch nicht so viele. Wir haben dann ein deutsches Institut gefunden, das das zertifiziert hat und haben es dann genau nach dem gebaut. Vielleicht und aufwendiger, ich habe noch eine Anschlussfrage gleich. Mhm. Und zwar, im Grunde läuft es ja so ab, ein Bau, man macht zuerst den Entwurf und dann macht man die Einreichung. Und jetzt ist meine Frage, hattet ihr Probleme mit der Einreichung, weil ihr gekommen seid zur Behörde mit einer Strohkonstruktion? Wie war die Erfahrung mit Beamten? Toll, die waren ein Strohhaus, da sind wir schon total gespannt. Eigentlich müssen wir die einladen. Genau. Nein, die Mitarbeiter auf den Gemeinden sind jetzt zwischen 35 und 45 und die sind total offen. Mhm. Also die haben sich richtig gefreut, waren echt interessiert und wir haben schon vom Einreichplan weg, diese Hybridkonstruktion mit den Ständern und so weiter, das war im Einreichplan genau vermerkt, da haben wir eigentlich uns schon komplett festgelegt und wir hatten überhaupt kein Problem. Also nicht einmal bei der Feuermauer, wo man wahrscheinlich in Wien sehr oft auf die Baupolizei geht, war das hier ein Problem, wir haben das nachgewiesen und war erledigt. Mhm. Und weil ihr ja Strohballen verwendet habt, mein Wissen ist schon ziemlich alt. Ich kann mich erinnern, früher vor 20 Jahren war es so, dass man, wenn man mit Strohballen bauen wollte, musste man schon rechtzeitig den Bauern Bescheid sagen und so weiter. Wie funktioniert das jetzt? Braucht man mehr Planungsphase für Materialbeschaffung? Oder gar nicht. Wir haben auch geglaubt, dass man ein Jahr vorher Bescheid sagen muss, das haben wir sogar gelernt. Aber in Wirklichkeit hat der Herbert Gruber, der diese Baustelle geleitet hat und gemacht hat, das im selben Jahr besonnen Klee bestellt. Mhm. Das sind zertifizierte, gemessene, geprüfte Strohballen. Bio-Strohballen, genau. Mhm. Und es kostet nicht die Welt. Ich glaube, die Summe hier fürs Haus waren 2200 Euro Strohballen. Wahnsinn. Mhm. Also es war nicht teuer. Mhm. Man kann es direkt vom Bauern kaufen. Also das war so ein Freund von uns, der die Ausbildung mitgemacht hat, hat seinen Zubau mit Baustroh vom Bauern gemacht. Mhm. Der prüft selber, aber das muss man können. Das würde ich nicht jedem empfehlen. Wenn die feucht sind, dann schimmelt es und stinkt. Und es muss die Pressung stimmen, genau. Es muss die Länge der Strohhalme sollte nicht zu kurz sein. Mhm. Es sollte zu wenig der Grün. Und dann der Kornanteil, wenn zu viel Korn ist, hat man Mäuse in den Wänden und so. Also das würde ich einem Laien nicht empfehlen. Mhm. Wir können es. Ja, ich habe die Ausbildung gemacht. Ja. Okay, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann habt ihr noch einen Buchtipp mitgebracht, glaube ich. Für dieses Buch liebe ich. Ja. Es ist zwar Lehmbau und viel Stampflehm. Aber die Frau Gossin-Müller, die das geschrieben hat, ist eine Französin, die wunderbare Bücher über Vorarlberger Holzbauarchitektur geschrieben hat, aber auch jetzt dieses über den Lehmbaupreis. Da ist eben der Martin Rauch zum Beispiel drinnen, den glaube ich viele kennen. Aber es sind total schöne asiatische, indische Bauwerke, also wirklich so, wo einem das Herz aufgeht. Mhm. Und wir natürlich unbedingt in die Richtung weiterarbeiten wollen und die auch dieses Flair haben, das wir da halt auch erzeugt haben. Also wird demnächst ein Stampflehmhaus schön in der Pipeline sein. Das wäre cool, wir wollten diese Wand als Stampflehm machen, da ist man aber bei Preisen von 1000 Euro am Quadratmeter Wand. Und damit ist das gefallen. Okay. Aber es wäre ein Wunsch. Wir wollen vor allem wieder ein Strohhaus bauen, mitbauen.
Okay. Das ist total lustig. Also wenn man mehr darüber wissen will, über eure Architektur, ihr habt eine Homepage, ihr heißt RFM Architektur. RFM steht für Räume für Menschen. Wie ist eure Homepage? rfm-architektur.at. Ja, das ist einfach zu merken. Mhm. Okay, da gibt es die ganzen Infos über eure Projekte, die ihr gemacht habt auch. Und genau, damit würde ich jetzt abschließen. Ich bedanke mich, dass wir überhaupt kommen durften. Ganz toll, dass ihr euch eingelassen habt auf unser Experiment. Ja. Ich möchte mich auch beim Team bedanken. Das ist der David Jablonski, der hinter der Kamera steht, und die Susi Hoser und die Christina Patsch, die auch das Ganze technisch betreut haben. Schönen Abend. Danke. Ciao.